So, hallo, Halli, Hallöchen. Ich wollte mal kurz ein ganz tolles Tool vorstellen. Und ich sage gleich vorweg, ich erhalte dafür nichts von dem Hersteller bzw. Programmierer oder der Software-Schmiede VSCC, sondern ich mache das einfach aus eigenem Willen, aus eigener Freude und einfach aus Freude über das Produkt. Ganz einfach und dementsprechend ist es keine bezahlte Werbung, sondern ich erhalte dafür nichts. Ich mache es nur, weil ich von dem Produkt überzeugt bin. Ja, wie wir alle wissen, streame ich. Ich stelle meine Videos bei YouTube ein und dafür brauchte ich irgendwann ein Schnittprogramm. Ja. Schnittprogramme gibt es viele und viele von euch werden wahrscheinlich noch den Movie Maker kennen aus wunderbaren Zeiten der Windows-Sache. Der Movie Maker ist allerdings sehr, sehr einfach und wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt diverse andere Programme und gerade im Apple-Bereich diverse Programme, die man teuer bezahlen kann. Zum Glück gibt es aber noch die PC-Programme, wo es viele freie Programme gibt, die kostenlos verfügbar sind. Unter anderem gehört auch der VSCC Free Video Pro Editor dazu. Ihr seht, nee, meine Maus sieht man jetzt nicht. Ne? Nee, sieht man nicht. Ich habe es bei Google mal eingegeben, kostenloser Video Editor, und dann lande ich bei der VSCC. Ne? Man sieht auch, ich habe hier nochmal geguckt und ne? So, wir landen also beim VSCC Free Video Pro Editor und damals habe ich mir schon gedacht, wird auf vielen Seiten empfohlen, probier es doch mal aus. Also gehen wir auf die Seite und stellen fest, hey, cool, erstmal in Englisch, aber wir stellen natürlich fest, hey, cool, sogar in Deutsch. Ja, die Firma VCC stellt verschiedene Programme da vor. Das ist der Video Editor, der Screen Recorder, der Videokonverter, Audio-Konverter, Audio-CD-Gripper. Hier sind nochmal die ganzen Produkte aufgeführt, die man hier auch herunterladen kann, entsprechend. Ne? Wir reden allerdings vom Video Editor, den gibt es in der Free-Version und in der Pro-Version. So, hier kann man dann auch weiterklicken, hier kann ich natürlich herunterladen, ist nicht sonderlich groß. Wir können mal kurz im Download gucken, da müsste er noch drin stehen, oder? Da ich ja garantiert nicht aufgeräumt habe. Ja, 106 KB ist wirklich ein Witz. Ne? So, die gibt es in der 64-Bit-Version und in der 32-Bit-Version. Ich gehe mal davon aus, dass wir heutzutage alle ein 64-Bit-Betriebssystem benutzen. Ja, dieser Editor kann extremst viele Sachen. Extrem viele Sachen, die unendlich Spaß machen. Und dazu gehört es eben halt nicht nur einfache Dinge zu schneiden oder, ne? Das Ganze sieht dann eben halt so aus, ne? Da kann man, wie ihr seht, massiv mit bearbeiten. Und das liegt sehr, sehr dicht an sehr, sehr teuren Programmen eines namhaften Herstellers, der für sein Produkt, ich glaube, über 30 Euro im Monat haben möchte. Da glaube ich, müssen wir gar nicht drüber reden, weil das ist für die meisten, die zu Hause das Ganze benutzen, absolut uninteressant. Das Produkt kostet in der Pro-Version wohlgemerkt, also ihr könnt es frei benutzen mit etwas eingeschränkter Funktionsumfang. Ihr könnt euch aber auch die Pro-Version holen. So, hier mal gucken. Das hatte ich auch schon eigentlich irgendwo gefunden, die Unterschiede dazu. Der größte Unterschied bei der Pro-Version ist zum Beispiel, dass ihr in der Pro-Version in der Lage seid, naja, hier, VSCC Pro, auch die Grafikkarte beim Schneiden des Videos mit einzubinden, beim Berechnen, was
eine Menge an Leistung ausmachen kann. Definitiv. Je nach Grafikkarte natürlich auch. Klar, wenn ihr natürlich, ne, eine Intel UHD habt, dann werdet ihr das definitiv nicht machen müssen. Aber eigentlich schneidet man auf so einem Rechner auch keine Videos, aber man kann es theoretisch natürlich auch, aber dann braucht man das theoretisch nicht. Aber hier sind diverse Dinge, die eben halt damit möglich sind. Na, unter anderem Bewegungsverfolgung, Beat bearbeiten, synchronisierende Effekte mit dem Soundbeat, KI-Generator, HSL Chroma Key, doppelte Geschwindigkeit dank, ne, vernünftiger Nvidia und AMD-Unterstützung. Ne? Masken könnt ihr erstellen, nichtlineare Effekte könnt ihr erstellen. Perfekte Zeitlupe, Mischmodus, Textanimation, Untertitelunterstützung, Videostabilisierung, 360 Grad Videobearbeitung, Bezierkurven, sagt mir jetzt nichts. Okay, Animation seht ihr, Stream-Transformation, Filmeffekte. Alles das ist in der Pro-Version möglich. Und ne, hier steht es nochmal im Vergleich. Voll ausgestattete Editor, 4K machen beide. Kein Wasserzeichen ist, selbst in der Free-Version erhaltet ihr kein Wasserzeichen, was bei vielen anderen Produkten definitiv der Fall ist. Hier sind halt die Vorteile nochmal aufgelistet. Hier ist es im Standardmodus vorhanden, hier ist es im erweiterten Modus vorhanden. Und dann könnt ihr das Ganze kaufen und das Ganze kostet für eine Jahres-Subscription knapp $29,99. Umgerechnet sind das, glaube ich, knapp 28,57 € zurzeit. Für ein Jahr. Das zahlt ihr, wie gesagt, bei diesem einen größeren Hersteller. Zahlt ihr mehr in einem Monat. Ne? Und deswegen kann ich euch nur dieses wunderbare Tool empfehlen. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, so sieht es übrigens aus, bei mir eben mal Pro Edition, logischerweise. Ich habe das Geld ausgegeben, in die Hand genommen, weil ich dafür das Programm einfach zu häufig auch benutze und ja, möchte, dass auch die Videoerstellung deutlich schneller abläuft. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe jetzt im letzten halben Jahr nicht mehr so viel geschnitten, aus dem einfachen Grunde, weil es eben halt hier auch zu warm in der Wohnung war. Das lag aber nicht an diesem wunderbaren Schnittprogramm. Und weil meine Grafikkarte damals so viel Strom gesaugt hat, dass ich gesagt habe, nein, da verzichte ich momentan drauf. Das wird sich eventuell, oder das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aber definitiv wieder ändern. Und dafür, wie gesagt, ist die VSC Pro Lizenz ziemlich wichtig. Ihr habt die Möglichkeit, eine Diashow zu erstellen. Könnt Inhalte importieren. Ihr könnt Video Captures machen. Ihr könnt Screen Captures machen. Hier unten sind nochmal Top Futures abgebildet. Alles das ist in diesem wunderbaren Programm vorhanden. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, guckt euch einfach mal die Free-Version an, wenn ihr einen Video-Editor sucht oder sagt, ja, meiner ist zwar okay, aber jetzt auch nicht so toll. Ich kann es euch definitiv nur wärmstens ans Herz legen. Es ist ein wirklich tolles Produkt und ich wiederhole es noch einmal. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich habe keine kostenlose Lizenz deswegen zur Verfügung gestellt, sondern ich tue dies aus freien Stücken, weil ich diese Software einfach mag. Und ich vermeiden möchte, also, hey, ihr seht das ja gar nicht. Seht ihr? Und das wäre jetzt so der Moment, einen Schnitt zu machen. Weil ich müsste natürlich jetzt einmal kurz um den VSCC, ich zeige ja nicht den Desktop, ich muss einmal kurz umschalten in der Software. So sieht das VSCC dann aus. Entschuldigung, mein Fehler. Seht ihr? Auch ich bin nicht perfekt und ich mag das. Das könnte man jetzt schneiden und man könnte jetzt, ne? Aber das schneide ich jetzt einfach mal nicht, weil ich es einfach völlig in Ordnung finde, dass man einfach auch mal Fehler macht. Und ja, so sieht es wie gesagt aus. Neues Projekt hier, Show erstellen, Inhalte importieren, Video Capture, Screen Capture, alles das ist möglich mit diesem Programm. Und nochmal wiederholt, ich bekomme dafür gar nichts, dass ich hier Werbung mache. Ne?
Na, dann hätte ich es auch schneiden müssen. In diesem Sinne. Schaut es euch einfach mal an. Ich kann es euch nur empfehlen. Gerade wenn ihr deutlich teurere Produkte verwendet. Manchmal ist nicht immer das Teuerste das Beste. Definitiv. Und manchmal reichen die einfachen Produkte auch vollkommen aus. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass von Blender, Premiere Pro oder wie sie alle heißen, 90% aller Menschen wahrscheinlich auch nur 10% der Funktionen überhaupt nutzen. In diesem Sinne, VCC Pro. Danke, ciao. So, liebe Leute, so sieht übrigens das Produkt aus, als ich jetzt das Ganze importiert habe. Das ist das Video, was ich vorher gemacht habe. Ich werde das jetzt hinten ran schneiden, neu berechnen lassen und so weiter. Und ja, freue mich darauf, dass wir dann eben halt wirklich das Ganze auch zeigen können. Wir können jetzt eben halt hier verschiedenste Sachen machen, von Objekt hinzufügen, Videoeffekte, alles ist vorhanden, Texteffekte, Audioeffekte, alles ist vorhanden. Wir können alles einfügen und ich glaube, das ist ein Produkt, was wirklich Spaß machen kann, was vielleicht im ersten Moment eine ziemlich große Funktionsumfang bedient. Natürlich ist das 100-mal mehr als zum Beispiel ein Windows Movie Maker hat, aber ich mag es. Top-Produkt. Und wie gesagt, ich bekomme keinen Cent dafür, dass ich hier Werbung mache. Danke. Ciao, ciao.